Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. So, dann werden wir mal gucken, bei welcher Nebenmission wir jetzt gelandet sind. So, Nebenmissionen. In der letzten Folge haben wir Nebenmission 18 gemacht. Jetzt sind wir hier. Seltenes Ponita gesichtet. Bei diesem Auftrag dreht sich alles um ein seltenes Ponita. Mehr dazu erfährst du von Lago? Oder Iago? Iago? Da hinten an der Brücke ist der. Dann schauen wir doch mal, was der zu berichten hat. Und was wir für ihn erledigen müssen. So, guten Tag. Ja, wir sind wegen Ponita hier. Auf den Hufeisenwiesen ist ein Ponita aufgetaucht, das ein wenig anders aussieht als die anderen Ponita. Ich finde das ehrlich gesagt etwas gruselig. Als ich beim Professor Rat eingeholt habe, sagte er, dass er es auf jeden Fall untersuchen möchte. Bitte fange die seltene Ponita auf den Hufeisenwiesen, das wäre eine große Hilfe. Okay, wir müssen zu den Hufeisenwiesen und uns mal schauen, um was es sich da jetzt für ein Ponita handelt. So. Haben wir noch genügend? Okay, wir haben noch 21 Hyperbälle, das sollte reichen. Oh, hier. Carpador ist aufgetaucht. Graslandbasis. Dort unten. Da soll das Ponita irgendwo aufgetaucht sein. So, vielleicht lande ich hier auf dem kleinen Hügel. So, hier ist die Markierung. Okay, einen Ponita sehe ich jetzt erstmal nicht. Da hinten ist ein Ponita. Aber ist das das? Oder triggern wir hier was? Ah, okay. Wow. Okay. Mit blauen Flammen. Okay, das müssen wir fangen. Okay, vielleicht gelingt uns das direkt. Oh. Hi. Mit einem Hyperball. So, hier verdeckt. Sehr schön. Wir haben das seltene Ponita gefangen. Dann einmal direkt wieder zurück. Ein Pokémon. Level 15 mit Sternchen dabei. Tausend kriegen wir dafür. Haben wir jetzt einen Shiny-Pokémon gefangen? Keine neuen Informationen, okay. Wir gehen ins Dorf zurück.
Ist das unser erstes Shiny-Pokémon, was wir gefangen haben? Die Frage ist, können wir noch mehr Pokémon fangen, die irgendwie anders aussehen oder glitzern? Mal schauen, was der sagt. Ich meine, wir müssen wahrscheinlich den Pokédex-Eintrag noch vervollständigen. Könnte ich mir gut aus vorstellen. Oh, und hier wachsen ja schon wieder so viele Pflanzen. Ja, wir haben es gefangen. Ganz nebenbei, ein Freund von mir, der aus Galar stammt, war beim Anblick der Ponita auf dem Feld ganz überrascht, dass die feurige Mähnen haben. Ich hatte damals keine Ahnung, wovon er spricht, aber wenn es Ponita mit blauen Flammen gibt, dann wundert es mich auch nicht mehr, falls es noch andere geben sollte. Okay, noch andere Flammen? Ah, viele weitere Pokémon, die andere Farben aufweisen. Ja, also sind es vielleicht doch Shiny-Pokémons? Okay, seltenes Ponita. Und ist das jetzt schon fertig? Hier wächst ja wirklich viel. Ich glaube, die sind aber noch nicht fertig, oder? Genau, wir sollen später wieder kommen. Wir können auch gleich mal gucken, ob wir noch einen Pokédex-Eintrag von Ponita brauchen. Dann können wir den vielleicht noch vervollständigen sogar. So. Also, Obsidian Grasland. Da müsste es theoretisch gesehen sein. Aber wir müssen. So, wir müssen nicht nach Nummer sortieren. Oder finden wir es gerade hier irgendwie vielleicht? Ich weiß tatsächlich nicht, welchen. Ah, da ist es. Okay, Ponita. Wir haben es fast erfüllt. Nummer 23. Das seltene Ponita. Okay, die haben wir nicht berichtet. Dann würde ich doch sagen, wir gehen nochmal zurück. Graslandbasis. Nehmen uns gleich nochmal das seltene Ponita mit und machen gerade den Pokédex-Eintrag noch fertig. Pokémon. Und wir hätten gerne... Hier ist es. Das Ponita hätte ich gerne mit dabei. Level 15, jetzt nicht so unbedingt sehr hoch. Okay, das sieht echt cool aus. Glitzerst du nochmal für uns? Das hat vorhin, hat das einmal so kurz so geglitzert. Wenn sich das entwickelt, ob wir dann... in Galoppa bekommen, auch mit blauen Flammen. Das wäre natürlich auch mega cool. Okay, was brauchen wir für den Pokédex? So. Mit Attacke. Einsatz von Glut gesehen. Mit Nahrung gefüttert. Schwere Exemplare gefangen. Okay, wir können probieren, ob wir noch welche fangen können. Einsatz von Glut gesehen, dreimal, das dürfte relativ schnell gehen. Ich glaube, wir brauchen eh nur noch zwei. Da hat es eben wieder geglitzert. So, wir machen mal eine Kraftattacke. Oh, das hat nicht gereicht. Sehr gut. So. Diesmal machen wir das andersrum. Erstmal die Tempo-Attacke.
Okay, das war nicht schnell genug. Dann die Kraftattacke. So. Jetzt dürften wir Einsatz von Glut. 2 Punkte dürften wir wieder gemacht haben. Ich hoffe, das zählt. Wir fragen auf jeden Fall mal den Professor. So, Bericht erstatten. Sehr gut. Damit haben wir Ponita auch fertig. Bevorzugte Nahrung. So, das gibt's nochmal. Ah, Pokédex-Aufgaben. Plus 40, plus 100, 140 Punkte. Sehr schön. Und wir gehen ins Dorf zurück. So, wieder eine Aufgabe mehr erfüllt. Und mit der nächsten Aufgabe geht's dann in der nächsten Folge weiter. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.